Ja, Herr Dr. Gerd Müller, Sie durften die Allgäuschau heute eröffnen. Was ist so Ihr Eindruck heute bei dem tollen Wetter? Die Allgäuschau in Sonthofen hat sich großartig entwickelt. Das ist ein Publikumsmagnet geworden. Ich kann jedem Allgäuer nur empfehlen, die nächsten 3 Tage hier nach Sonthofen zu kommen. Man sieht alles, was die Region zu bieten hat. Nicht nur im Bereich gesunde Produkte, sondern auch in dem Bereich technische Innovation. Dieses Jahr kam es uns insbesondere auf die Innovation im Bereich der Energietechnik an. Sie haben vorher angesprochen, das Thema Energiewende auch in Ihrer Ansprache, sind auch ein bisschen energisch geworden. Warum? Wenn man Ja sagt zum Ausstieg aus der Kernenergie, dann muss man auch Ja sagen zur Alternative. Und wir wollen Ja sagen, das Allgäu zur Bioenergieregion, zur modernsten in Deutschland entwickeln. Wir haben die meiste Sonne, wir haben viel Wasser, da kann man Strom draus machen. Wir haben Biomasse hier in der Region, Geothermie, es ist eigentlich alles machbar. Und jetzt packen wir das Thema offensiv an. Wir wollen das Allgäu und Sonthofen zum Zentrum der Bioenergieentwicklung der nächsten Jahre machen. Jetzt haben Sie gerade eben auch gesagt, ja, man muss mit der Sonnenenergie arbeiten. Heute kann man sich hier informieren über das Thema Photovoltaik. Wie weit sind wir denn im Allgäu? Wir sind bei Photovoltaik relativ weit. Wenn Sie auf die Dächer schauen und es lohnt sich auch nach wie vor zu investieren. Sonthofen ist die Solarstadt im Allgäu, das heißt die größte Solarfläche in den Dächern vergleichbarer Städte. Und das lohnt sich wirklich für jeden Einzelnen im privaten Haushalt. Die Energiewende muss im Kopf bei jedem Einzelnen beginnen. Das Erste ist, dass wir uns alle vornehmen, die nächsten 5 Jahre ein Drittel unseres Verbrauchs einzusparen. Also sparsamere Autos, sparsamere Heizungen, so wie früher Mutter gesagt hat, mach's Licht aus, Energieeinsparung.